Gott, ey. Der reißt mir da jetzt auf jeden Fall Wing Chun weg. Okay, im Chat meinte man, kommt trotzdem raus. Boah, ich hoff's. Ah, das ist gut zu wissen. Ich finde diese Karawanenmechanik so, so cool. Wie du die auch. Das, es gibt nochmal so einen richtig coolen Aspekt, dass du deine Händler hochlevelst. Ich finde das so witzig. Ja. Also Kathay taugt mir gerade richtig hart, muss ich sagen. Ich mach so viel Geld gerade. Dann schließe ich den Riss hier sicherheitshalber, bevor mir da jetzt irgendwie noch was in den Nacken springt, worauf ich halt keine Zeit habe oder wofür ich gerade keine Zeit habe. Man muss halt an der Stelle auch sagen, dass die Verlockung nicht ganz so groß ist, weil ich einfach reich bin gerade. Und deswegen ist die Slanish-Verlockung nicht ganz so stark in mir. Verstehe. Es fühlt sich auch sehr seltsam an, so viel Geld zu haben gerade. Ich hatte noch nie so viel Geld bei Total War. Diese ganzen Kämpfe die ganze Zeit an der Grenze machen einen halt einfach echt, also ist gut. A worthy addition to my arsenal. Lord Magistrate. Aber was mir nicht gefällt. Dass der da, also ich werde jetzt auf jeden Fall eine Stadt verlieren, das kann ich nicht verhindern, leider. Das kann ich leider nicht verhindern. The Emperor calls upon you. Your services are required. Schematics from Nangao. Ach, kann ich die über mir schon konföderieren? Oder wollen mich die immer noch nicht? Lord Magistrate. There is wisdom in truly. Hey, müsste ich dem, aber ich könnte mit dem auch Kriegskoordination machen, stimmt. Be on guard. Ich kann halt nicht wirklich, ich kann den nicht wirklich dazu, darum bitten, glaube ich, da was zu machen. Interference will cost you dearly. Nee, dann würde ich meine, dann würde ich eine Mission annehmen. Kann ich keine Mission geben an meine Verbündeten? Du müsstest ihnen ein Ziel zuweisen können, doch. Nun, das geht manchmal nicht, wenn man noch nicht genug Verbundenheitspunkte mit ihnen hat. 107?
Dann müsstest du es können. Ich verstehe noch nicht genau, wie. Da gibt's im Diplomatie-Menü, du musst auf, wenn du auf die Fraktion klickst, auf Kriegskoordination. Genau, das habe ich gemacht. Und dann, warte mal, wo ist ein Verbündeter von mir, wo ich das machen kann? Und dann doch Ziel setzen, oder? Genau. Du kannst aber auch auf eine Armee von ihm klicken. Ich brauche die Verbundenheit da oben, nicht, dass Wifilla mich mag. Ah, nee, genau, Verbundenheit brauchst du, ja. Das ist ja dann völlig scheiße und für nix. Meine Güte. Dankeschön an die anonyme Person für die 10 verschenkten Subs. Riesiges Dankeschön. Dankeschön an Nekonten Gaming für die 15 Monate. Vielen lieben Dank, Silverweiß, nochmal für die 5. Dankeschön, Beneiter, für die 5. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Daichan. Dankeschön, Naus Gaming, für die 50 Bits. Danke für deine Erklärung. Das Kampfsystem hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, wenn man jeden Kampf selbst macht. Wenn andere Aspekte sogar entscheidender sind, glaube ich, könnte ich es mir gefallen. Hattest du keinen Bock, die Kämpfe selber zu machen? Und Dankeschön, Harry, und Dankeschön, XP. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Alter, wie viel da rumläuft in dem Reich von Slanesh. Aber alles so gut auf der anderen Seite, ne? Wir kommen hier auf der Seite richtig gut vorbei. Na, was ist mit dem leidenschaftlichen Exzess los? Ja, das ist, ich glaube, das ist das, was in der im Slanesh-Ödland ist. Und das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Armeen. Verstehe. Die sich alle erstmal bewegen müssen. Ehrlich fordert halb sechs seinen Tribut. Na, das geht noch. Also vor einer Stunde war es schlimmer als jetzt. Ja, sehr gut. Ja, ist offenbar das ganze Gold, das du scheffelst, musste ich das ganze Gold. Haben. Ich bin so reich. Ja. Ich hatte vorhin 20.000 Gold, das hatte ich noch nie. Wow. Das ist echt, also da habe ich mich echt gut gefühlt gerade. Da guckt dein großer Bruder in der Wüste tatsächlich ein bisschen neidisch drauf. Ja, aber dafür verliere ich jetzt eine Stadt. Ah, die Rebellenfürsten. Ja. Ja, das sind die stehen neben der Ratte, mit der sie verbündet sind, und das sind drei Armeen. Also das zeigt ja aber auch wirklich, dass sie nicht das Beste für Cathay im Sinne haben, wenn sie sich mit Ratten verbünden, um deine noble Herrschaft zu stürzen. Danke, das ist auch genau meine Worte. Also das ist ja wirklich... Da muss ich wirklich jetzt mal alle Familiendifferenzen, die wir ja haben, beiseite legen und bei Hofe für dich sprechen, entrüstet, dass wenn die Rebellen sich schon mit Skaven verbünden, dann müssen sie ja offensichtlich, dann haben sie ja all ihre Menschlichkeit aufgegeben und sind kaum besser als Oger. Also ich ein bisschen das besser Gefühl, noch, aber kaum. Ich habe das Gefühl, dass bei Hofe sprechen die diplomatische Variante ist von, naja, kämpfen würde ich nicht für dich, aber ganz egal ist es mir auch nicht. Das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Das ist aber super. Gar nichts mehr hinzufügen. Das ist aber super. So, wir haben wieder eine Ogre-Invasion. Eine. Diese Ogre-Armee, da muss man erstmal gucken, was das für Einheiten sind. Wenn das eine Ogre-Armee mit 10 Einheiten ist, denkst du, oh, voll viel. Aber dann, wenn 5 davon nur diese dummen Gnoblars sind, die völlig wertlos sind, ist die Armee gar nicht so stark. Oh nee, es gibt uns eine Niederlage gegen die Oger. Uiuiui. Eine mannhafte halt. Da müssten wir gucken, ob wir das gekämpft kriegen. Das wäre die erste Niederlage gegen Oger. Das würde schon stechen. Das schaffen wir. Aber ich glaube, das müssten wir eigentlich hinkriegen. Das schaffen wir. Starkes dabei. Alle, Centario, wahrscheinlich alle. Ziemlich sicher haben sich alle auf den Kopf gegriffen und gedacht, was zur Hölle ist da los? Hallo, Jack. So, jetzt werden weiter sich geht's. Die Oger für die ganzen Kränkungen rächen, sagt Dalai Parma.
Und eine andere Frage, ich fand den Stream mega gut gestern, wird es davon mehr geben? Pia hat ja heute schon ein bisschen geteasert, wir werden auf jeden Fall die Kislev-Multiplayer-Kampagne noch mit dem fantastischen Johnny spielen. Wir müssen nur noch rausfinden, wann genau. Wahrscheinlich am 22. Also das ist, wie es glaube ich aussieht, oder? Oder gibt es da einen neueren Stand? Das, ne? Genau, ja. Ich glaube, Johnny musste noch mal klären, aber das ist aktuell der Gedanke, dass wir am Dienstag ab 12 die Kislev-Koop-Kampagne spielen. Vielleicht klappt das nicht, aber dann bringen wir euch auf jeden Fall noch mal up to date. So, ich würde jetzt vielleicht sagen, dass wir hier diese Hellebarden da im Wald verstecken. Dann haben wir hier eine Linie aus Bauern mit dem imperialen Nahkämpfer. John Schnee führt seine Armee wie die KI ihre in Medieval 2. Oh, jetzt wow. Kommen die richtig harten Burns. Ja. So, also gegen Medieval 2. So, wir tun die noch ein bisschen vor, dass die Harmonie auch wirkt für alles. Mir geht super, ja, danke schön, Jack. Mir geht super. Und dann würde ich hier so dir die linke Hälfte einfach wieder geben. Einfach die linke Hälfte nehme ich. Auf die passe ich auf. Und genau, wir müssen so ein bisschen unseren Fernkampf sehr nutzen gegen die Oger, weil im Nahkampf sind wir ihnen ziemlich unterlegen, weil die alle auch angeschlagen sind. Aber im Fernkampf müssten wir sie gut dezimieren können. Ach, das ist der Imperiale. Genau. Das sieht man auf 1000 Meter, dass das ein Imperialer ist. Das ist echt nicht zu übersehen. Geht's schon los? Ach du Schande. Gut, die kommen da irgendwie. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen umpositionieren, dass wir ein bisschen mehr in ihre Richtung gucken mit der ganzen Armee. Ja, das ist schon geplant hier. Bring in Harmony! Meine Männchen laufen schon. Ja, perfekt. Wobei ich das weniger als Laufen, ich würde es eher als Hoppeln betiteln. Meine Männchen hoppeln schon. Genau, ich habe jetzt halt die Hoffnung, ist, dass ich mit diesen Hellebardieren dann irgendwas Großes von ihnen aus dem Hinterhalt, aus dem Wald erwischen kann. Alter, und, wie cool ist denn dieser riesige Topf, der hier liegt? Wo? Mit den Knochen. Da. Ah, da ist wohl ein Ogerfestmahl. Hat da stattgefunden. Alter, guck dir mal die Stärkeberechnung an. Holy shit, wie viel unterlegen wir sind. Aber guck dir mal die Schädelknochen an. Das ist auch natürlich ein relevanter Faktor. Also bei solchen Mammuts, wenn die diese Größe hätten, würde ich nicht mehr mit den Norska kämpfen. Oh, jetzt schießen jetzt hier diese... Ballert denn da auf uns? Ballert da irgendwas? Nee. Weiß gerade nicht. Also eigentlich zählen wir als der Angreifer, wenn sie meine Karawane überfallen, weil sie sich jetzt nicht auf uns zubewegen. Die schießen mit irgendwas auf uns. Die haben eine Gnobbler-Schrottschleuder. Oh, okay. Dann zählen wir, ist egal, ob wir das zählen oder nicht. Von dem sollten wir uns nicht beschießen lassen. Ich habe gerade gesehen, was das für ein Loch reingerissen hat. Alter, okay. Ach, schade, dann wird wahrscheinlich jetzt diese Karawane... Uiuiui, ob wir das schaffen? Alter, wie viele Tote da schon liegen? Ja, die haben es richtig dezimiert. Krass. Yo, die stehen nicht mehr auf, die getroffen werden. Ja. Ja, großartig. Da kommt wieder Alter, was. Schwede. Holy shit, ja, das zieht echt rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Schleuderer alleine den meisten Teil ausmachen der Berechnung. Ja, das kann gut sein. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Hm? Ich gehe jetzt mit meinen Bogenschützen da hoch. Das hatte ich mir auch überlegt, ne? ob die von da oben runter ballern können. Bestimmt. Sugar Maurice, war schön, euch gekannt zu haben. Ja, jein. Wir leben ja noch. Habt ein bisschen mehr Vertrauen, bitte.
Mein Chat ist komplett, also eine komplette Verräterbande. Das tut gut zu sehen, wie Oger gegen Maurice gewinnen. Was seid ihr denn für Leute, ey? Das ist ja schlimm, wie könnt ihr so sein? So, jetzt haben wir hinten ihre Bleispucker auch noch. Die haben echt gut Artillerie, die Oger. Die Bleispucker habe ich gestern auch gebaut. Die wurden mir auch empfohlen. Ja, die sind offensichtlich gut. Okay, ich kann nicht mit allem hochziehen, oder? Doch. Das braucht ja noch ein bisschen, bis wir da dran sind. Kann ich die nicht dazu zwingen, dass sie ein bisschen schneller laufen? Alter, ey, wie die uns einfach... Guck dir diese Stärkeberechnung an, holy shit. Ja. Also Leute, ja, das werden wir, glaube ich, nicht gewinnen. Unsere Leute rennen jetzt schon weg. Alter Schwede. Da hätte ich doch den Tribut der Oger zahlen sollen, aber meine Ehre hat es mir verboten. Ich habe vorhin auch Tribut an die Oger gezahlt. Still und leise. Wow, ja, hätte ich auch tun sollen. Also die reiben uns ja wirklich 100% auf hier. Ja, also, guck dir, unsere Armee ist ja schon tot, quasi bevor der Kampf beginnt. Naja, aber ich stelle mich da jetzt lieber mit Glorie untergehen. Also ich habe jetzt meine Taktik hier durchgesetzt, dass ich mich hier oben hinstelle und ich hoffe doch sehr, dass das jetzt funktioniert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das funktioniert. Ich auch nicht, deswegen, ich hab's mich nicht getraut, weil manchmal ist das Spiel dann so, da kann man nicht runterschießen. Aber würde mich jetzt auch interessieren, ob das geht. Wir schießen. Ja, geil, okay. Wir schießen runter. Ja, mit Pfeilen geht's, mit Pistolen geht's nicht, obviously, weil die... Aber haben wir ja gar nicht. Aber wir haben den High Ground jetzt. Jetzt haben wir gewonnen. Eindeutig. Ich habe das Gefühl, dass das eher wie so eine Akupunktur für diese fetten Oger ist, als ja, ein ernsthafter Threat. So. Da wird irgendwann einfach die Munition ausgehen. Und die leben alle noch. Ah, ich glaube, Maurice, ich glaube, das ist nicht so gut gelaufen hier. Nee, ich glaube auch, die waren krass überlegen einfach. Oh. Da war die mannhafte Niederlage, die das Spiel uns gegeben hat, sogar noch großzügig. Die Armee war einfach viel zu gut. Deswegen mag niemand Oger, ne? Weil sie einfach nichts Produktives zur Gesellschaft beitragen. Ach, okay, die können die Steine auch da hochschießen. Oh. Gut. Oh. Ich laufe. Okay, da ist eine Schneise in meinen Bogenschützen. Da war ein Bogenschütze und jetzt ist da kein Bogenschütze mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uff. Aber jetzt ist es der Schild an der Wand. Also ein bisschen. Jetzt hat's auch gleich keine Munition mehr, ihre schäbige Schrottschleuder. Ich schicke jetzt auch noch alles hoch, was ich da habe.
Wenn ich das so sehe, habe ich Lust, mal die Urge auszuprobieren, obwohl ich Papa Nörgel nicht verraten will. Man verrät Papa Nörgel auch nicht. Wenn du Papa Nörgel einmal die Treue geschworen hast, dann bleibst du dem treu, so wie eigentlich bei allen Chaosgöttern. Das stimmt. Also ich bin nicht gläubig, aber wenn wir in der Welt von Warhammer leben würden, dann wäre ich sehr, sehr gläubig und sehr, sehr treu. Dieses Rudel an Viechern hier hauen wir doch weg. Komm. Da drüben. Nee, das kommt nicht zu uns. Die Schrottschleuder. Die ist auch jetzt. Also, der kann noch einmal schießen oder so, glaube ich. Jetzt hat sie eh keine Munition mehr. Also, die hat gut Schaden gemacht, aber jetzt ist sie weg. Aber die brauchen auch die Munition nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt können sie einfach hochwalzen und uns wahrscheinlich platt machen. Okay, ich stelle mich jetzt hier hin. Für noch ein bisschen Taktik. Für noch ein bisschen Taktik. Und dann schauen wir mal. Versuch mal auf die Bleispucker da zu schießen. Die kommen jetzt nämlich. Die vielleicht noch rausgenommen kriegen. Aber ich glaube, wir haben gar nicht mehr genug Munition, um all diese Ogre zu töten. Ich habe genug Munition, ich habe nur keinen Schaden. Ja, es schmerzt, gegen Ogre zu verlieren. Es fühlt sich halt einfach an wie Nieselregen. Ja. Aber ich kann dir dann ein bisschen deine Armee zurückgeben. Oh ja. Dann kannst du auch noch ein bisschen mehr machen. Also im Rahmen dessen, was man hier allgemein überhaupt noch machen kann. Aber wir haben ja noch die Bleispucker in die Flucht geschlagen. Ja, aber dafür kommt das fucking Nashorn jetzt in den Nahkampf. Ja. Lanzenträger, drauf! Der ist auch begeistert, während er angreift, ne? Und er hat eine Infanterieabwehr. Und er hat ein Nashorn, das als Zugtier, das kämpft. Alter. Maurice, ich glaube, du hättest zahlen sollen. Ja, ich glaube auch. Manchmal muss man einfach Geld auf Probleme schmeißen. Hier, nimm es. Nimm ja, das Geld. Da hat sich Maurice wohl verspekuliert, schreiben sie. Mit Speck als Buchstabierung. Schön. Ja, ihr seid alle schlimm, ey, Chat. Ich wäre schon lange desertiert, wenn ich in deiner Armee wäre. Ja, aber ist ja auch nicht meine Armee, also. Das stimmt. Pia hat einfach gezahlt, um ihre Leute zu schützen. Da guckt euch diese armen Bauernbogenschützen an, die jetzt von den Ogern einfach massakriert werden. Ja, das Leben ist manchmal hart. Wie dieses Katapult halt echt noch als Nahkampfwaffe uns immer noch wegfeuert, ey. Ich mach halt einfach keinen Schaden auf denen. Ja. Ich schieß da rein und die laufen weiter. Eieieiei. So, jetzt hole ich mir das Koffein. Das hast du dir verdient nach diesem heldenhaften Kampf. Auch wenn wir ihn verloren haben, war es ja heldenhaft. Alles ist heldenhaft, was wir tun. Das ist der Hintergrund davon. Wieso? So, was passiert jetzt natürlich? Ist die Karawane jetzt einfach tot? Weil die wird jetzt noch angezeigt, dass Truppen überlebt haben. Ich glaube, die Karawane wird einfach gewiped, oder?
Was schade ist, weil die gut aufgelevelt war. Mannhafte Niederlage. Was ist jetzt passiert? Eine Armee angezeigt. Wie sieht's aus? Ja, damit ist sie jetzt leider weg. Schade, schade. Krass, aber wenn man einfach so eine Karawane dann verliert, nachdem man sie von Anfang an aufgelevelt hat, das ist schon heftig. Ich glaube, ich kann aus dem Grund gerade nichts machen. Doch, ich kann den hier bewegen. Aber irgendwie ist komisch, weil mir das Banner von ihm nicht angezeigt wird. Aber geh mal darüber. Jetzt heben wir auch die Armee. Okay. Ja, die kriegen wir doch. Das ist der gefürchtete Wo, mit dem ist, glaube ich, Pia eh schon im Krieg. Oder hat sie mit dem Frieden? Nee, ist sie eh schon im Krieg. Aber ist auch egal. Gegen den hat sie ja vorher schon gekämpft. Pyrrhus-Sieg ist natürlich hart. Gegen das bisschen hier. Nee, komm, das müssen wir führen so. Jetzt. Also das ist ja Quatsch. Ich habe Eiswürfel, ich habe Pepsi. Geil. Ich habe noch eine Schlacht, die wir schlagen müssen, weil er mir irgendwie gegen eine winzige Truppe von Chaos-Leuten richtig was weghauen will. Jawohl, machen wir. Jetzt holen wir einen Sieg. Ja. Jetzt holen wir einen Sieg. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass wir das dass wir da so viel verlieren. Gegen Chaos und Ogre, mit Ausnahme von Zinch und Slanish, macht ihr mit Kanonen viel mehr Schaden, weil die gegen Rüstung viel besser sind. Also die Aussage mit gegen Chaos, mit Ausnahme von zwei Chaos, ist halt so, ja. Das heißt, gegen zwei Chaos ja, gegen zwei Chaos nein. Also grundsätzlich ja, aber dafür müssen wir ja überhaupt erstmal auch in den Punkt kommen, Kanonen zu bauen. So. Ja, also in dem Fall vor allem noch konkret war es ja eine Karawanenarmee, die man ja tatsächlich nicht aushebt selbst. Genau. Die hatte halt einfach keine Kanonen. Dankeschön, Simpi und Turtle Squad so. Und Dejan und danke an die Nüme Person für die 10 verschenkten Subs. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Das ist ultra lieb. Ja, also ich hätte auch in dem Fall noch umkreisen für Verschleiß können, aber die Garnison war halt so klein, dass ich einfach denke, das kriegen wir locker. Ja, jetzt ist die Berechnung auch krass. Ja, ich gebe dir jetzt einfach mal hier. Oh ja, kalte Cola. Das ist genau das, was ich gerade brauche, um wieder munter zu werden. So, ich habe deine Hälfte der Armee mal rechts hingestellt. Du kannst sie natürlich damit machen, was du willst, aber nur, dass du den Überblick hast, was deine sind. Jawohl. Es gibt anscheinend. Ich kann machen, was ich möchte. Ich verbrenne sie bei lebendigem Leib. Nein! Also es gibt wohl, ich meine, wir können überlegen, ob wir von zwei Seiten kommen. Es gibt rechts und links Eingänge, wo man direkt bei den Versorgungspunkten ist. Also den Eingang links finde ich sympathisch. Den rechts finde ich für die Bogenschützen ein bisschen zu eng kalkuliert. Das stimmt, das stimmt. Wir können aber ja mal links, da gibt es immerhin zwei Wege auch. Oder ich komme halt von vorne und gehe dann nach rechts. Das können wir auch machen. Ich glaube, eine Lektion, die wir schon gelernt haben von vorher, ist, dass man ein bisschen schneller, als wir es da gemacht haben, diese Türme sich holen sollte. Ja, ja, ja. Weil sobald du da angefangen hattest, diese Punkte dir zu holen, das hat halt richtig hart gedreht, die Schlacht. Ich habe das gern gemacht, für unseren Sieg. Ja. Und ich würde vielleicht mal irgendwie nur auf Verdacht mal einen Trupp dahinstellen, ob der da durchkommt. So, und dann sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit.
Jawohl. Ist schon da. Okay, sie haben irgendwie gar nichts hier zur Verteidigung. Ja, ich dachte mir schon, diese Garnison. Das ist halt, es gibt einen gewissen Schwellenwert, wo halt eine Garnison einfach nicht gut ist, um eine Stadt zu verteidigen. Und der Auto-Resolve schlägt trotzdem was drauf für die Stärke der Stadt. Aber du kannst sie gar nicht ausschöpfen, weil die Garnison viel zu schwach ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir hier gerade sind, tatsächlich. Ich schieße jetzt diese Truppe da zum Beispiel einfach weg. Das ist sogar ihr Held. Und derweil sneake ich diese Truppe hinten rein und den Punkt. Ah, nee, hier ist auch noch was. Okay, da muss ich vorsichtig sein. Die kriegen dann. Kann sich doch nicht einfach den Punkt holen, immerhin. Der Plan ist bis 20 Uhr. Heute. Ich bin aber sehr entspannt, also wir müssen von meiner Seite aus nicht auf den Punkt genau aufhören. Nee, von mir auch nicht. Also wenn es länger wird, weil es gerade cool ist, habe ich damit absolut kein Problem. Also mir hat Kalle gerade auch gesagt, er geht jetzt Tarkov wahrscheinlich spielen für sich ein bisschen in Ruhe. Das heißt, solange Maurice nicht woanders hin muss und mir nicht die Augen zufallen, können wir von meiner Seite aus auch gerne ein bisschen überziehen. Jawohl. Und die kalte Cola macht gerade was. Also die weckt mich gerade richtig auf. Guckt euch an, wie schön das ist. Sent by dragons. Seeking Cathay's foes. Da hinten flieht einfach alles vor mir. Wow, diese schäbigen Verräter. So gut für uns. Achso, du meinst vor dir? Ich dachte von dir. Nee, nee. Achso, deine Leute fliehen. Ich hab grad schon gedacht, what? Nee, nee. Können diese Deserteure es wagen? Nee, nee, ich hab den Punkt hier gerade eingenommen, den hinteren Versorgungspunkt. Und damit ist jetzt hier relativ entspannt. Und ich habe meine eine Armee links rumgeschickt. Das heißt, ich falle denen jetzt auch noch in den Rücken. Ja gut, ich komme jetzt auch gerade rein. Ihr müsst euch einfach nur umdrehen. Ihr müsst da nirgendwo hinlaufen gerade. Einfach nur stehen bleiben. Genau, und jetzt schießen. Genauso. Alter. Ein paar geröstet hier. So, die haben wir auch. War mir der Kommandant der Garnison anscheinend. Dahin haben wir den nächsten Punkt. Ich habe das Gefühl, ich habe alles, was noch an Armee da war, habe ich gefunden. Und das bewegt sich keinen Millimeter nach vor und nach hinten. Ah, du kommst jetzt auch vorbei. Hallo. Ich komme von hinten und wir machen den Sack zu. Ich hole hier noch mit einem anderen Trupp den Punkt. So, die schütze ich noch. Stoßen durch. Damit die keinen Schaden kriegen. Ach Gott, da kommt ja noch mehr Armee. Njut. Ich glaube, das ist eher vorbei. Ja.
Bei Slanish gerade 90.000 Gold und einen Chart-Trade mit 250 Growth, 25 Control und minus 50 Control EP angeboten bekommen. Das ist ja mal super broken. WTF? Alter, Slanish ist so ein, ne, also großartiger Charakter. Krassen Scheiß, ey. Das ist einfach der beste Chaos-Gott und er beweist es einfach mit großen, großartigen Geschenken. Gut, ich habe dieses Mal nicht ganz geschafft, reinzugehen, aber nächstes Mal werde ich das auch noch machen. Sehr schön, dass jetzt nichts verloren. Geil. Und wir haben endlich die ganze Provinz hier. Bin ich eigentlich in dem Zug mit meinem Ding schon gelaufen? Nein. Der Kreis der Fleischlust. Eure Armee wird das Recht des Chaos verwirren. Der Kreis der Fleischlust? Fleischlust, ich kann nicht reden. Freischlust. Reden. Alter, die Garnison macht das da einfach. Die Garnison macht das da oben einfach von den Türmen. Von den Wänden. Ich muss da gar nichts machen gerade, das ist super schön. Aber ich habe hier echt unangenehm viel Armee gerade bei mir. Holy shit. Service is every Cathayan's duty. I will not tolerate sloth. Mehr als 1000 Gold kann ich in meine Karawanen gar nicht pulvern. Nee, genau. Das hat leider enge Grenzen. Dann schicke ich das mal los. Stimmt. Man kann ja nicht. Stimmt, das kannst du leveln mit deinem Karawanenkommandanten. Das war ja unten drinnen. Ja. Völlig verpennt. Habe ich auch vergessen. Ich meine, mein gelevelter Karawanenkommandant hat eh gerade das Zeitliche gesegnet, aber prinzipiell ist er da. Ja. Ja. Ich bin gespannt, wie ich mich jetzt hier anstelle. Da sind drei gegnerische Armeen. Also ich muss wahrscheinlich jetzt eh zurückkommen mit meiner Hauptarmee. Ne, vier Armeen sind das jetzt sogar schon. Ja gut, aber 90.000 Gold ist ja 90.000 Gold. Ja, aber vier Armeen sind auch vier Armeen. Und eine Stadt ist schon gefallen. Bisschen Sorgen macht's mir schon. Vor allem spiele ich nicht gerne gegen Ratten. Das kann dir ja niemand verübeln. Ich finde die auch einfach so. Also es ist einerseits ist es ein bisschen satisfying, gegen sie zu spielen. Aber andererseits ist es auch einfach nur ätzend, weil halt einfach, also immer wenn du glaubst, die sind tot, spawnen vier neue Einheiten. Das stimmt, das stimmt. Ja, wie Ungeziefer halt, ne? Wie Ungeziefer, ja. Ja, ganz schlimm.
Oh, der belagert mich hier sogar. Ist der so stark? Nee. Was will der denn? Das hat uns jetzt gut was gebracht. Bin ich provokant genug, um mir in der Zwischenzeit Nan-Li zu holen? Ich könnte mir vorstellen, dass du provokant genug bist. Schaffe ich Nan-Li mit 14 Einheiten? Ich glaube, ich gehe jetzt auch nochmal ins Reich des Slaanesh, um mir zumindest irgendwie ein bisschen was an Billigbelohnung zu holen. Na klar, habe ich den heimlich gefüttert. Ich kann den ja nicht offen zugeben, dass ich den Ogre füttere. Und dankeschön, Silent Wolf, für die 14 Monate. Das ist sehr nett. Diese Chaos-Reich-Zwischensequenzen sind schon sehr badass, finde ich. Die sehen super cool aus. Also wirklich mega, mega cool. So, jetzt gucke mal, wie viel ich hier noch abgestaubt kriege. Oh, hier ist direkt Skarbrand direkt da. Interessant. Lassen wir den. Gut, er kann jetzt eh noch nicht weitergehen. Kann ich hier noch was machen? Mal normale Stellung zumindest mal einnehmen. Sie hier. Können diese Siedlung mal aufrüsten, weil da werden wir sicher angegriffen. A crude attempt to subjugate. None but Slaanesh may dominate me. Oh, jetzt kann ich den Kompass wieder ausrichten. Hallo, Mr. End. Einen wunderschönen. Ich glaube, mal Korruption reduzieren wäre jetzt gar nicht so doof, weil wir jetzt ja gerade durch diese Risse beide ein bisschen Korruption gekriegt haben in unseren Gebieten. Ich mache das vielleicht mal, oder was meinst du? Ich habe Korruption 8, aber wenn du... Du hast gar keine bekommen, muss mal sehen. Ich habe die einfach geschlossen. Ich muss mal gucken, ob ich oben mehr habe. Hier habe ich 4. Ja, dann. Aber du kannst das gerne machen, wenn dir das hilft, auf jeden Fall. Bei mir ist ein bisschen was und dann tun wir den noch mal ein bisschen ausnutzen, diesen Kompass. Hier ist ja auch eine coole Mechanik. Gott, was tue ich denn jetzt? Sent by our ancestors. Within my reach. Ach halt, ich will jetzt mal ein bisschen auf diese Magie gehen, weil ich die geil finde. Boah, das ist alles gerade eine ganz schwierige Entscheidung, wie ich hier jetzt weiterverfahre. Inwiefern? Naja, weil ich jetzt diese Armee in meinem Gesicht habe. Und diese Armeen. Und ich noch nicht genau weiß, wie ich darauf ordentlich reagieren kann. Mhm. Ich habe noch nicht, also ich habe jetzt hier noch, im Terrakotta-Friedhof baue ich gerade weiter aus, so. Aber die stehen halt da und sie bewegen sich nicht. Und das ist so ein bisschen unangenehm. Weil... sie sich nicht bewegen. Das ist schon die Gesamtaussage. Ich kenne das Problem. Das ist belastend manchmal. Be on guard.
finde das auch so witzig, wie diese. Also ich habe jetzt ja, in meiner Hauptstadt habe ich ja gerade ziemlich viel Zinich-Korruption, weil dieser Riss hier eine ganze Weile offen war. Wie sich dann wirklich so krass das Land verändert dadurch. Das sieht schon auch cool aus. Auf jeden Fall. Lord Magistrate, you have doubtless come to beg for mercy. Ich habe auch meinen Stärkerang Platz 1 verloren, leider. Dreist, wer hat ihn jetzt? Ich bin jetzt Platz 7. Wow. Also ordentlich verloren. Wer wagt Dankeschön, das? Vibes, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich war vorher mal Dankeschön. Hier, aber dann bin ich das sicher jetzt auch nicht mehr. Oh, wie läuft's denn hier im leidenschaftlichen Exzess? Herr Serenist, ich habe mit dir am Mittwoch auf Stream Warhammer gespielt. Ich habe das live miterlebt. Dass es für dich mega easy ist, weil du hast jetzt schon voll viele Armeen hier gecleared. Ich habe nichts gecleared. Ich habe nichts gecleared. Ach so. Ich habe mich dran vorbeigeschlängelt. Ah, sehr gut. Vor mir war eine Nörgelarmee. Ja, bei mir ist nämlich vor mir gerade die Kornarmee. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der das auch, ob der mir auch so gut den Weg bahnt oder ob er mich jetzt angreift. Aber eigentlich müsste er eher darauf gehen, auch hier die Seele abzustauben, der gute Skarbrand. Ich glaube, seine Armee ist auch gar nicht so stark. Im Zweifelsfall wird das. Also das ist eine epische Schlacht, aber die können wir, glaube ich, gewinnen. Through me, you have the celestial emperor's favor. Also, dass sich diese Rebellen hier so lange halten, finde ich sehr ärgerlich. Ja, aber ich hatte ewig geknabbert an einer. Also, inzwischen habe ich sie zum Glück, aber richtig nervig. Weil wenn die nicht rauskommen, dann ist es mega schwer, weil die Garnisonen so stark sind. Ja. Ich finde es ja schon interessant, wie sie irgendwie, finde ich, für die Fraktionsanführer in dem Spiel echt nochmal aufgestockt haben, dass du irgendwie in Warhammer 2 musstest du halt irgendwie in Malekith auf Level 20 leveln, bis du da mal einen Helden hattest, der Drachenreiter war. Und hier ist einfach direkt auf Level 1, dein Typ kann zum Drachen werden oder ist bereits ein riesiger Blutdämon oder so. Also dein Held ist halt schon ein Riesenmonster, wo du früher ewig leveln musstest für. Jo, absolut, absolut. Oh, was sind eigentlich die lila Winde vor den Toren, nur Deko? Ich glaube Deko. Ich glaube auch, ja. So, jetzt können wir hoffentlich ein bisschen unsere Ehre von den Ogern wieder zurückgewinnen. Also, nicht, dass die welche hätten, aber dass wir halt so ein bisschen ihnen auf die Nase. Ja, du verschrei das nicht, ne? Verschrei das nicht. Jetzt sind das gleich noch richtig krasse Armeen. Wir werden es gleich sehen, ja. Aber ich habe ein süßes Pferdchen. Stimmt. Ein stolzes Ross. Ja, oder auch ein süßes Pferdchen. Beides. Kann ja beides sein. Oh Gott, es ist wieder so eine super Armee. Guck dir die Stärkeberechnung an. Okay, ich glaube, die Zeit der fließenden Goldquellen ist vorbei, Maurice. Ja, ich habe auch das Gefühl. Die Zeit der fließenden Goldquellen ist vorbei. Hier, nimm den Hochelfen und führ ihn in den Tod. Das mache ich. Guck, er hat nämlich auch wieder so eine Knoblauch-Schrottschleuder hier. Aber diesmal haben wir fliegende Pferde dafür. Ja, die gehen da auch wirklich direkt drauf. Okay, gehst du nach oben dann und ich gehe nach unten?
Können wir machen. Hast du Nahkämpfer dabei? Ja, hoch 11. Okay, dann brauchst du noch mehr. Und die Reiter sind natürlich Nahkämpfer, aber die gehen ja jetzt erstmal auf die Schrottschleuder. Gut, ich wäre bereit. Soweit man bereit sein kann dafür. Jawohl, ich auch. Let's do it. Alter, wie die hier einfach reinkegeln, ey. Ach, die kommen ja von allen Seiten. Ja. Meine Bogenschützen haben direkt die Flucht ergriffen. Instant. Da hinten haben sie diese Bleispucker noch. The Dragon's Command! Wind and fire! Restore order! Overwhelm! Defend the realm! We must overcome! Ja, die Bleispucker müssen weg, ne? Ich schicke da meinen Kommandanten drauf. Der hat nämlich ein Pferd. Jawohl. Und das ist ein bisschen schneller. Oh Gott, das kommt runtergerollt. Ja. Alter. Junge, was zur Hölle? Dieses Ding ist echt krass. Guided by ancestors, stone and steel. There must be order. Strength of our ancestors. Zerstört es, meine Ritter, zerstört es. Eradicate them. Also ich habe den Kommandanten fast von dem. Sehr gut. Der flieht. Die Schrottschleuder ist auch bald down. Mal gucken, für wie viel die zählt in der Berechnung. Also langsam sammeln sich unsere Einheiten wieder. Das ist immer der gleiche Scheiß. Sieht gerade ziemlich gut aus. Es ist immer erst komplette Katastrophe. Und dann wird's besser irgendwie. Wir haben auch die Schrottschleuder, die fliegt. Das heißt, die Fliege können wir. Ja, aber die zerrennt gefühlt auch beim Fliehen noch, die Leute. Ja, das ist ein Problem. So, mein Kommandant macht das da gar nicht so schlecht gerade. Die Reiter auf die Bleispucker. Sehr schön, dann kann ich mich um den großen Oger kümmern. Helft auch noch mit meinem. So, und wir fahren da jetzt von hinten in den Rücken rein. Ich habe hier noch helle Baden, die da jetzt reinlaufen können. Oh Gott, die Schrottschleuder hat sich gefangen. Ich drehe mal kurz mit den Bogenschützen, das sollte damit machbar sein. Ja. Drauf da. Los, finisht sie, bevor sie schießt. Sie schießt. Aber wir haben gleich Bock. Wir wenden das. Komm, wir haben das. Die haben ja gar nichts mehr. Haben gar nichts mehr. Mhm, ein fucking Oger. Der hält es gleich. Ach, du Schande. Ein bisschen mehr Vertrauen in das Kaiserreich, Pia, hier. Also gut, nach der katastrophalen Niederlage von vorhin kann ich sie jetzt nicht völlig verdenken. Aber deine Karawane ist offensichtlich auch besser als meine. Die hat ja richtig Elite-Truppen mit dabei. Geil! Oh mein Gott. Ich dachte, das war's mit dem Geld, das fließt. Ja, ja. Aber es war's doch nicht mit dem Geld, das fließt. Ja, für dich. Meine Karawane ist Ja, mit wie viel Geld gehst du denn los und wie weit sind deine Strecken, die du gehst? Mit viel Geld und weit. Ja, ich gehe halt nicht so weit. Ich gehe halt nur so... Das, was so 5 Züge und so dauert, was dann nicht so viele
Auseinandersetzungen hat, damit sie ein bisschen fitter bleiben währenddessen. Ja, das ist schlau. So. Schaffe ich es jetzt, diese Sache einzunehmen? Puh. Oh. Aber das könnten wir doch schaffen, oder? Wir probieren das jetzt einfach. Das ist jetzt meine beste Chance, die ich habe, und wir gehen da jetzt rein und wir besiegen das. Jawohl. Müssen wir. Wir müssen das jetzt schaffen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Sieg, den wir da brauchen. Die Rebellenfürsten, ey. Ja, ich muss denen einfach jetzt, ich muss jetzt ein Exempel statuieren, dafür, dass sie bei mir einmarschiert sind, so. Die müssen wirklich mal zur Raison gebracht werden, diese Bauern. Die haben, wie gesagt, haben sich ja mit Skaven verbündet, wie kann man nur? Das ist einfach widerlich. Aber dafür haben wir Ochsen. Wir haben, also die guten Ochsen, nicht die, die du aus den Siedlerspielen hast, sondern... Parallele wurde schon mehrfach gezogen, bei mir im Chat, tatsächlich. Oh, was ist das denn für eine Stadtsituation? Krass, was geht aus, ab? Von wo greifen wir hier an? Irgendwie... Lass uns bitte irgendwo schon auf die Seite gehen und nicht da unten drinnen. Ja, ich glaube auch, das ist eine ganz schlechte Idee. Holy shit, aber was für eine coole Map ist das? Es ist eine mega coole Map, aber ich will das nicht. Nee, nee, absolut nicht, absolut nicht. Aber guck mal, wir haben jetzt Kühe. Geil. Wir haben Großkanonen mit Kühen. Ja, die hatte ich ja auch vorher auch schon in meiner Startarmee. Die sind, nee, oder habe ich was anderes? Also auch irgendwo sowas. Die sind richtig cool. So. Viel Spaß mit der Armee. Jawohl. So, greifen wir alle am gleichen Punkt an schon, oder? Also grob. Oder kommen wir von zwei komplett unterschiedlichen Seiten? Ich glaube, die Map ist zu groß. Ich würde es hier in der Nähe machen, yo. Ja. Wenn dann vielleicht einer den linken Weg und einer den rechten oder sowas. Yo. Aber sonst ist die Map zu groß. Dann gehe ich da mal links hin. Vor allem, weil wir müssen da ja einfach die Dinger so schnell wie möglich wegbekommen, die Türme. Genau. Und das wird eh schon ätzend genug werden. Und dann, aber es sieht ganz gut aus von der Stärkeberechnung gerade. Ja. Keine Raketenwerfochsen. Hä? Das sind doch. Was wollt ihr denn von mir? Sind das keine Raketenwerfochsen? Eigentlich schon. Großkanonen, hier. Ja. Ist das nicht das, was ihr wollt? Das ist, was wir alle wollen. Du hast große Kanonen, die Kühe schießen. Nee, ich habe Kühe, die große Kanonen schießen. In etwa. Ja. So, bereit? Wie gesagt, cool sind eigentlich nur in Diablo cool, sagen sie im Chat. So, auf geht's, auf geht's. Wir können loslegen. Ich finde die Kühe hier auch ziemlich fancy. So, diesmal warten wir nicht darauf, dass wir die da irgendwie beschießen. Ich beschieße zwar von hinten, aber wegen den Türmen wollen wir das nicht. Oh! Ja, sie haben nämlich auch direkt schon Türme. Ja, die brennen jetzt erstmal. Geil. Schön. Dieser Zauber ist so cool, finde ich. Yep, yep, yep. Oh Gott.
ich gehe zu dem Punkt mit einer Truppe. So, wo sind meine Kühe? Meine Kühe brauche ich jetzt für da hinten. Ihr müsst euch ein bisschen drehen, liebe Kühe. Damit ihr mir da hinten reinschießen könnt, um zu helfen. Jetzt kommt der Feuer wieder. Das Feuer wieder. Alter. Das blüht halt echt durch. Es ist Weltklasse. Es ist so cool gemacht. Und jetzt buffe ich meine Einheiten wieder hoch, damit die ein bisschen mehr aushalten hier noch. Und da nicht wegbrechen. Und die sind halt, also ich dünne die da richtig aus hinten drinnen. Ich habe dafür gleich den Turmpunkt. Nein, jetzt kommen sie gerade noch rechtzeitig hin. Aber nur mit Speeren. Bauernspeerträger haben gegen eine Jadekrieger. Oh, ich kann auch den Belagerungsturm wegbomben. Ja. Das habe ich nicht gerafft. Naja, ich komme hier auch nicht durch gerade. Und ich will eigentlich, dass meine Kuh den Turm wegmacht. Aber macht sie nicht gerade. Und das ist ein bisschen schade. Und ich habe hier so viele gegnerische Einheiten. Also ich komme hier keinen Millimeter leider vor. Gerade. Ja, ich bin sogar durchgekommen und sie haben mich gerade rechtzeitig abgefangen. Jetzt ballern sie mich ganz gut weg. Uiuiui. Das könnte ein Loss werden, so wie das gerade sich verhält. Ah, war vielleicht nicht die beste Taktik so. Ich habe nicht gewusst, dass ich den Turm wegkatapultieren kann. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das von Anfang an gemacht. Aber das war neu. Ich dachte, das geht nur mit Bogenschützen. Naja, was gelernt auf jeden Fall. Was gelernt fürs nächste Mal. Jawohl. Jetzt wird das. Ja, das wäre. Wenn ich das sofort gewusst hätte, dann wäre das, glaube ich, alles ein bisschen anders gelaufen. Weil dann hätte ich die einfach direkt weggeballert, die Türme. Und wir haben so viel Turmschaden bekommen, einfach. Aber. Ja, ich hatte auch gehofft, ich krieg den Punkt. Ich war kurz davor, wirklich so. Der war schon bei 90% erobert. Hier melde ich mal ein bisschen durch. Also bei uns sieht es jetzt ein bisschen besser aus auf der Seite. Aber sie muss sich wieder kurz fangen. Sie muss sich wieder kurz fangen und wenn sie sich fängt, dann. Also der Turm, der ist auch gleich wieder weg, den sie da wieder versuchen hinzurichten. So, der ist tot. Und jetzt schießen wir da hinten rein. Dafür gehen jetzt irgendwie alle, gehen sie jetzt auf die linke Seite.
und machen mir hier Stress, nachdem ich gerade am Durchbrechen war. Uiuiui, das werde ich nicht bekämpfen können. Der Turm steht auch schon wieder. Nein, das ist insane. Naja, das Stärkeverhältnis steht auch gerade sehr zu unseren Ungunsten. Ey, mich haben sie jetzt hier leider. Lass mich da versuchen, mich zurückzuziehen. Wir sind da, um zu helfen. Aber wie viel uns das jetzt noch hilft, ist die Frage, ne? Ja, ich glaube, sie haben uns, muss ich leider sagen. Wir brauchen diese Stadt, Maurice! Wir brauchen diese Stadt! Die Staatsräson gebietet es! Da war ich so schön hochgerostet gerade. Oh, das war echt schön. Mir ich merke nur, die Bauerwand sieht böse aus, als sie Schaden macht. Die ist schon böse, aber das ist bei den Einheiten... Oh Gott, warum bewegen sich meine Kühe? Warum sind meine Kühe hier? Die sollen schießen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe die auf Angriff gestellt, aber nicht auf Nahkampf. Und die greifen jetzt im Nahkampf an. Geil. Das ist nicht so gut. In die Schlacht. Was ist denn hier los? Alle wieder gesammelt, aber okay, auch nicht alle. Nee, jetzt hauen sie alle ab bei mir. Yo! Doch, das hatte noch Munition. Es hatte noch Munition. Ich habe auch gerade mal geguckt. Wir hatten so die Hälfte der Munition. Warum das, Ach, scheiße, ey. Diese krassen Siedlungsgarnisonen, ey. Man nutzt sie gerne, aber sie können einem auch zum Verhängnis werden. Das war hart. Das war ein, oh Gott, wie stürmt das draußen? Der Sturm ist jetzt auch in Spandau angekommen, meine Freunde, von dem ihr vorhin gesprochen habt. Heute ist er bei mir harmlos, dann ist er wohl zu euch gezogen. Wahrscheinlich nicht Line of Sight, das kann sein. Jetzt kommen bei mir die Einflüsterungen. Hätte man Ogre-Unterstützung gehabt, schreibt jemand. Ja, es hätte keinen Unterschied gebracht, also... Ogre-Unterstützung macht alles nur schlechter, Leute. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Da müsst ihr mir doch jetzt gar nichts erzählen. Von meiner Seite ist alles gut. Ich habe noch eine komplett gesunde Armee hier und meine Heldin ist nicht gestorben. Und das war ja das, was mir die Hauptsorge gemacht hat. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mit meinem nächsten Dude dahin. Wow. Aber mir fehlt ein Millimeter, um ranzukommen. Es muss gut sein, für dich zu kämpfen, Pia. Hä? Wieso? Ja, einfach, es wird der nächste verheizt, bis die Rebellenfürsten. Ja, ich weiß aber nicht, warum ich ihn nicht mitgenommen habe. Ich hätte einfach mit beiden reingehen sollen. Aber ich dachte, ich schaffe es so. Ich wollte nicht beide Armeen vorne wegziehen, weil ich gedacht habe, dass ich sie einfach brauchen werde. Drüben. Und jetzt steht er hier und ist nicht ganz drin, aber auch nicht ganz draußen. Und das ist. Ja.
Pia ist einfach das Imperium aus Star Wars. Hä? Weil ich immer mehr Armeen reinschicke? Oder wie genau darf ich das verstehen? Das scheint mir die Interpretation zu sein hier, ja. Ich gehe jetzt mit 45.000 hier raus, glaube ich. Krass. Mir werden 45.000 angeboten und Rang aller Kommandanten und Helden bei der Rekrutierung wird um 5 erhöht. Rang des Helden und der Kommandanten bei Rekrutierung plus 20 für 10 Runden. Also ich... Puh. Das ist hart. Naja, mir war ja zuerst, mir war ja von Anfang an klar, dass ich das erstmal mitnehmen möchte. Ja, und ich muss ja erstmal die... Mein Chat schreibt, warte. Ja, aber... Mein Chat hat gesagt, ich soll noch mal warten. Ich bin jetzt noch eins weitergegangen. Ich seh schon. Du willst noch was rausholen. Ja. Also ich wäre damit auch zufrieden gewesen. Sonst nicht. Dein Chat ist noch schlimmer als du selbst. Ja, also... Das klingt so hart, wenn du das so sagst. Aber ist es akkurat, Pia? Nein. Also du bist schlimmer als der Chat. Ja. Okay. Definitiv. Weißt du, was das Schöne ist an dem Verbündeten rekrutieren? Es ist billiger als global rekrutieren. Voll cool. Das ist mega nice. Oh, und ich habe eine Alchemistin bekommen. Ui, das ist meine erste Heldin. Die packen wir auch noch hier in die Armee rein. Cool. Jetzt wird die Armee richtig strong. Das gefällt mir. Das hier interessiert mich nicht. Und abseits davon bin ich durch. Los. So. Ey, der greift mich jetzt ernsthaft an, der Korn-Typ. Das ist natürlich eine Ansage. In dem Ding? Im Chaosreich, ja. Ich hatte so viel Glück, ich wurde einfach nicht angetouched da drinnen. Vielleicht, weil sie wissen, dass ich eine wahre Slanish-Verführte bin. Ich meine, das zeigt uns halt eine mannhafte Niederlage an. Er hat schon keine schwache Armee, aber auch nicht die beste aller Zeiten. Jetzt wird halt hier schon hin und her spekuliert. Ja, schwierig. Er ist halt wahrscheinlich selber extrem stark. Also Skarbrand ist halt wirklich fies. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn ich mich jetzt zurückziehe. Ich bin ja am Anfang des Chaosreichs. Hallöchen, Mila. Teste einfach mal, was passiert, wenn ich da zurückziehe. Komme ich dann wieder raus oder greift er? Mein Chat will den Kampf sehen. Zu spät. Aber er konnte nicht. Geflohen. Wir kriegen den Kampf. Nee, also das müssen wir jetzt tatsächlich machen. Ach, die wollen, dass du. Also die zwingen dich quasi. Ja, der setzt mir echt nochmal nach. Das ist natürlich einfach jetzt Pech gewesen, dass ich halt direkt, wenn ich in das Ding reingehe, greift mich sofort ein anderer an und geht nicht mal auf die Seele, sondern geht nur auf mich. Also ist halt Korn, ne? Ich bin genau. Ich bin hinter Nurgle hergelaufen, du läufst halt hinter Korn her und das ist halt... Ein Unterschied, das stimmt. Das ist ein Unterschied. Ja, es könnte eng werden tatsächlich, der hat schon keine schwache Armee.
Jetzt schauen wir mal, was passiert. Oh, wir können da richtig schön oben rechts hingehen. Nee, können wir nicht. Doch, hinten rechts. Alter, die Karte sieht so cool aus, ne? Ja. Die Karte sieht so unfassbar nice aus. Also ich auch wenn halt man gesagt, sich da hinten so das... Alter, wie der Himmel! Wow, krass! What the hell? Na, schon cool. Ist das eine Wirbelsäule hinter uns? Ist das eine riesige, gigantische Wirbelsäule? Anscheinend. Und das könnte man interpretieren als so aufgerissenen Rippenbogen. Stimmt. Mahlzeit. Jetzt erstmal ein bisschen Gulasch. Widerlich. Also wir können hier eine ziemlich geile Position einnehmen. Ja, weil da muss er jetzt wirklich hochkommen. Was ist das? Maurice, guck dir den kleinen Teich an. Und dann guck dir dann, woher, da ist so ein Loch mit so Zähnen und da kommt Sava raus. Das ist ja schlimm. Das ist einfach nur ekelhaft. Ach, du magst Slanesh, Pia, das ja, ist sein das Reich. Ist aber widerlich. Willkommen. Und sieht aus, als würde es stinken. Ich stelle mir hier einen allgemeinen Fischgeruch vor mit diesen ganzen Gräten. So, was meinst du zu der Aufstellung? Leute. Ich bin halt schön am Fuße des Hügels, er kann halt aber auch. Was habt ihr denn gemacht? Ist die Frage. Junge, was? Ob wir es irgendwie besser machen können? ...4169. Ist eher schneller. Dankeschön. Können wir uns nicht holen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die 50 verschenkten Subs, ey. Ehre gehen raus an den anonymen Gönner, der sich auch verlocken hat lassen von Slanesh in diesem Stream. Er kann irgendwie in die Flanke fallen, wenn er will. Dankeschön. Was meinst du? Das ist super lieb. Wo gehen wir am besten hin? Vielen lieben Dank. Ich hätte echt gesagt, da weiter, also da rechts hoch. Kannst du da, also du kannst da nicht positionieren. Nee. Wir sind ja so, dann glaube ich, stehen wir ganz gut so. Glaube auch. Dann stehen wir, glaube ich, sehr optimal sogar so. Ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Aber ob uns das gegen Korn reicht, einen guten Punkt zu haben, ist immer die Frage. Das stimmt. Aber du hast auch die Kühe. Ja. So, dann gebe ich dir hier so die rechten Leute. Vorne stehen. Nee, das ist ein anderes. Das sind andere Kühe. Du hast Feuerregenrakete und meine war irgendwas mit so Großrohr-Dingsterbumster oder so. So, ich habe dir jetzt mal rechts die Leute gegeben. Vorne stehen eben die Eisen-, die Shotgun-Leute. Die müssen sich halt zurückziehen, wenn er dann da hochstürmt. Aber die können ihm noch ein paar Salven geben, wenn er anstürmt. Jawohl. Ich werde die hinten auch ein bisschen, also die Bogenschützen hinten langziehen, ne? Wir haben ja, jetzt keinen Platz, aber dass die dann ein bisschen besser schießen können. Genau, gerade geht das noch nicht, aber sobald wir können, ist das eine gute Idee. Und danke noch. Dann auf geht's, oder? Jawohl. Ich bin bereit zu versagen. Jawohl. Was denn für eine Ansage hier? Bereit zum Siegen. Boah. Oh nein, der kommt da rechts von oben, Maurice. Ach. Ja, ich hatte es ein bisschen befürchtet, aber ich gehe da mal mit meinem Helden hin. Reicht der Held allein? Kommt drauf an, mit wie viel er da hochkommt. Ich schick dir eine Einheit mit hoch. Oh, das ist nicht gut. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so stark. Aber das ist noch Zerschmetterer, was da kommt. So, ich baller jetzt hier mal rein. Hat er irgendwelche Artillerie? Ich glaube nämlich schon. Ich bin schon in diese Richtung gedreht. Ach, der versucht an mir vorbeizukommen. Gut. Oh, hinten kann ich richtig schön reinballern mit der Artillerie, wie die durch diesen Engpass gehen.
sent by dragons. Corbius! Ich lenke sie ein bisschen ab mit diesen fliegenden Reitern. Jawohl. Das funktioniert richtig gut gerade. Möchtest du die Schwerter ein bisschen vorziehen? Ja. Also ich ziehe nach hinten, aber ich kann nicht weiter nach, also viel weiter nach hinten, weil hinter uns die Hunde sind. Und wir haben hier in erster Linie, und das ist, glaube ich, das kritischste Problem, den großen fetten Dämon. Ja. So, buff uns hier mal alle. Dann mache ich die Drachenverwandlung. Ach, du wirst ja jetzt auch erstmal ein Drache, stimmt. Ja gut, wir haben einen Drachen. Also wenn wir das nicht gewinnen, dann bin ich persönlich enttäuscht. Was ist Asche und Staub? Gute Frage, erstmal Pause machen. Kataklysmischer Zauber. Steht. Direktschaden im Bereich. Okay, das können wir hier so richtig in diese fette Armee von ihm reinballern. Alles klar. So, am besten so, dass es von uns möglichst wenig erwischt. Ich ziehe meine Bogenschützen eh schon gerade raus. Ja. Hier so. Hauen wir den hier noch ab. Ja, trotzdem wird das eng, glaube ich. Habe Vertrauen. Habe Vertrauen. Vertrauen ist auch das Einzige, was uns hilft. Du musst deine einen Bogenschützen noch einmal drehen. Ja. Die einen haben sich weggedreht, die haben nicht so Bock. Ach, das ist ein Glücksrad. Ja. Hast du? Der hat meinen Held richtig platt gemacht, der Skarbrand. Holy shit, der ist. Hast du die jetzt gebufft? Nee. Okay, weil das ist ein Glücksrad, was das für ein Zauber ist, und das war ein Buff. Nee, wir hatten gerade noch den Schadenszauber gemacht. Jetzt ist ein neuer da. Ach so, okay. Ich fürchte nur, das ist, die sind zu stark hier. Ja, jetzt ist irgendwie alles am Fliehen hier. Er wird im Chat geschrieben, ich glaube, ihr unterschätzt echt, wie Skarbrand reinhaut. Ja, wir sehen es. Der hat meinen Helden komplett lang gemacht. Und hat immer noch 3/4 seiner Lebenspunkte. Ja, das war meine eigene Gier, dass ich auch noch was von dem Slanisch-Kuchen abhaben wollte. Also abfarmst. Da habe ich halt auch natürlich mega Pech gehabt, dass Korn direkt auch da ist. Und mich halt einfach. Das war einfach nur unlucky. Ja, schade. Das war einfach nur unlucky. Naja, passiert.
Aber das gibt mir auch Motivation, Skarbrand selber zu spielen. Nee, der muss halt büßen dafür. Das ist halt echt. Braucht man dafür Rüstungsdurchdringung, um den wegzubekommen wahrscheinlich, oder? Kann sein. Ich weiß nicht, ob der einfach nur viele Lebenspunkte hat oder fette Rüstung. Wahrscheinlich alle Nahkampfwerte, die du bringen kannst. Alles, was du irgendwie machen kannst, ganz nach rechts gezogen auf dem Regler. Genau. Aber er sieht auch sehr cool aus. Er ist schon sehr cool, ja. Aber ich habe das Gefühl, die Chaos-Dämonen-Helden sind alle absolut insane. Also ja. Auch ein Nurgle, der sich in den eigenen Bauch greift und dann einfach mit dem Inhalt seines Bauches auf Infanterie in Distanz einfach wirft. Like, what the fuck? Mhm. Er wirft einfach Magensäure. Der hat beides und wird, wenn man mal stärker kommt. Jemand hat geschrieben, der wird vor allem immer stärker, umso mehr Kills er gemacht hat. Also nochmal zusätzlich zu der Erfahrung, die alle Helden haben? Ja, ich glaube, in der Schlacht, genau, also in jeder Schlacht peitscht er sich wieder hoch. Ach du Scheiße. Er hat so für jeden Kill und er hat ganz gut Kills gemacht. Was aber krass ist, weil ich meinen Helden auch eigentlich ziemlich stark auf Nahkampf geskillt habe. Und der hat keine Sonne gesehen gegen Skarbrand. Er ist halt auch ein Chaosgott, da ist nicht so viel mit Sonne. Ja, das stimmt. Das war so ein schlechter Witz. Ah, ich kann nicht nochmal fliehen. War schon okay. Ah, ich kann nicht nochmal fliehen. Scheiße. Ah, kriegt er dich jetzt? Ja, wir müssen kämpfen. Jawohl. Oh, entscheidend. Oh Gott. Da hat er dich aber auch gut erwischt. Mhm. Ja, es sind halt fünf Armeen von drei unterschiedlichen Gegnern gerade an meiner Grenze. Und wir haben die einen runtergeprügelt und jetzt kam die frische andere Armee, die noch gar nicht im Kampf war, die auch da ist, weil klar ist sie auch da, wo soll sie sonst sein? Ah. Wird gefragt, was meine Lieblingsfraktion ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann es noch gar nicht sagen. Ich entdecke sie ja alle gerade noch. Same. Es gibt sehr viele, die ich geil finde. Also es gibt bei mir schon eine Top 3. Das sind Ziench, Dämonenprinz und Kathai. Aber welche von denen es am Ende wird, weiß ich noch nicht. Bei dir sind schnell. Top 3 bestimmt Slaanesh, Kathai und noch irgendwer. Slaanesh, Kathai, also ganz besondere sie und Kislev. Aber die Eiskönigin finde ich auch ultra cool mit den ganzen Eisprinzessinnen, die mega krasse Eismagie haben. Ich gehe nur ganz schnell Pipi machen, bevor ich mich konzentrieren muss hier. Dann hole ich mir auch noch mal was zu trinken. Bis gleich. Das wird auch noch mal eine Schlacht, ey. So, frische Eiswürfel,
Und ich war im WC und jetzt geht's los. Das wird der Horror, das werden wir sowas von verlieren. Keine Chance, dass wir das machen. Puh. Aber desto mehr Armee wir rausnehmen, desto besser. Dankeschön, Deutschland, für die 100 Bits. So, okay, wen haben wir hier? So, da bin ich wieder. Ah, du bist auch kurz weg gewesen, alles klar. Jawohl. Ja, also wir haben keine Chance, dass wir das gewinnen, das ist mir auch bewusst. Aber desto mehr wir weggeballert bekommen, desto leichter ist es für mich, weil die sind in meinem Gebiet und ich muss diese Armeen vernichten und alles, was wir jetzt vernichten, muss ich nachher nicht mehr vernichten. Jawohl. Deswegen wäre das wundervoll. Und ich habe diese Kranichschützen gebaut. Ich hoffe, die sind cool. Lustig. Also optisch zumindest sehen die schon mal sehr amüsant. Ja, die haben auch mega die Reichweite, sehe ich gerade. 275 Reichweite, ja moin. Ich habe ein bisschen zu viel Artillerie, glaube ich, in der Armee, aber dann weiß ich das auf jeden Fall. Ach, ich glaube, ein bisschen Artillerie kann man schon machen. Ich tue mal einen Trupp. Wir haben 6 Artillerieeinheiten, Maurice. Ich tue mal einen Trupp Speerträger da hinten mit rein, dass sie diesen Harmonie-Buff bekommen. Oh, jawohl. Commander of Cities! Und die hier auch mal. Einfach schießen. Einfach schießen. Gut, auf geht's. Jawohl. Eine lustige Einheit, diese Kranichschützen. Also, ich stelle mich da ein bisschen bergab. Da vorne finde ich es toll, die nur dazu da sind, diesen Schild zu halten. Geiler Job, bestimmt. Bestimmt. So, ich bewege mich dann nochmal ein paar Millimeter, damit ich dann noch ein bisschen gerader stehe. Weil momentan, ja, wir schießen halt so ein bisschen über den Hügel drüber mit den Belagerungsgeräten, aber das sollte eigentlich gehen. Dann sind die auch so ein bisschen im Schatten und geschützt von den Bögen, hoffe ich. Das ist zumindest die Theorie dahinter. Das, die Theorie ist gut, ob sie der Praxis standhält. Kommen die nicht? Wahrscheinlich warten sie auf ihre Verstärkung. Ja, das ist ja mega arschig. Das ist schlimm. Dann fahre ich jetzt mit einer Kuh-Einheit nach vorne, um die da rauszulocken. Finde ich gut. Nein. Also einfach weg. Einfach die Kühe hier rein und dann geht das schon. Das ist immer, das reicht immer noch nicht. Es ist halt so ein, es ist halt kein Ballon, ne? Es ist halt. Ja. Es ist halt kein Ballon. Gut, na, noch ein Meter. Ich will die unbedingt treffen. Diese rebellischen Säcke, ey. Warum können sie sich nicht einfach unterwerfen, unsere erleuchteten Herrscher? Das frage ich mich auch. Ist doch offensichtlich, dass wir nur ihr Bestes im Sinn haben. Wie weit muss denn diese Kuh nach vorne? Jetzt hast du es gleich. Jetzt haben wir's. Schießt. Ist, rennen sie weg. Guck dir das an. Nee, sie rennen irgendwie zur Seite, aber bleiben in deinem Radius. Ja, aber meine Kühe schießen auch nicht. Ich glaube, es ist zu sehr an der Grenze noch. Wahrscheinlich. Jetzt. Schön. Liegen sie. Einfach. Das ist schon ziemlich cool. Kühe, glaube ich, auch noch ein paar Meter weiter nach vorne. Damit wir auch mit denen ein bisschen früher nerven können. Das
gefällt mir eigentlich alles ganz gut. Gerade mit den... Kühen, die hier schon schießen können. Schaden macht schon mal, ja, ja. Und es demoralisiert schön, wenn da jetzt schon mal ein bisschen was fehlt. Aber ich hätte gern, dass die mich angreifen, weil sie haben mich ja auch angegriffen. Ja, bewegen sie sich. Jawohl. Alter, das haut schon ordentlich rein. Ich will halt nicht beide Kühe so weit vorpacken, weil habe ich ein bisschen Angst davor, dass ich da zu cocky bin einfach. Und die da nicht rechtzeitig weggezogen bekomme. Dankeschön, Cessa. Vielen lieben Dank für die 10 Monate. Vielen lieben Dank nochmal. Dankeschön. Na komm, bewegt euch. Aber es ist für sich ist es ja auch gut, dass sie so lange brauchen. Das heißt, sie sind langsamer und wir haben mehr Zeit, um einfach... die Artillerie durchzufeuern. So wie das. Jawohl. Und gleich sind sie im Radius für die zweite. Die zweite Kuh-Garnison muss jetzt auch schießen. Ah, da kommt sie. Jetzt haben wir Doppelbeschuss. Ja, die stehen auch nicht mehr auf, die Leute, die es wegschleudert, ne? Ja. Das solange wir die brauchen, werden wir da schon noch ganz gut Schaden anrichten. Mal gucken, ob du da links hinschießen kannst. Da haben sie sich richtig geklustert. An dem Berg entlang. Jawohl. Da rein, das wird Schaden anrichten. Das wird wehtun, ey. Geil. Alter, da kann ich halt nur treffen, ne? Ja. So, und jetzt sind sie gleich in Radios für die nächsten Einheiten. Ich bin gespannt, wie die sind. Sie sind halt immer noch begeistert, aber sie brennen. Die Gegner. So, und jetzt ziehe ich meine Kühe zurück. Krasse Reichweite, die sie gar nicht schützen, ey. Ja. Nicht drehen, bitte nicht drehen. Ja, ein bisschen blöd hier mit den Kühen. Im Inneren haben wir jetzt die Vision verloren gehabt und dann kurz nicht geschossen. Jetzt haben wir da Zeit verloren. Wichtige, wichtige Zeit. Die tarnen ständig ihre Einheiten. Ich habe so ein Tarnsfell dabei. Ja, den habe ich auch bei meinen. Flankenarmee. Ja. Wir haben auch leider keine Chance, dass wir das schaffen. Ja, egal, wie gut wir da jetzt uns schlagen. Es geht nur darum, Schaden anzurichten an ihnen. Ich hätte halt gern, dass meine Kühe jetzt wieder schießen, aber da kommt gerade nicht wirklich was, ne? Jetzt.
können die vielleicht nicht. Die sind blockiert, jawohl. Du müsstest deine das sind meine Kra nicht schützen. Ich müsste meine Kra nicht schützen. Einen Mileter entfernen, damit die schießen können. Die ist schon wieder blockiert. Hä, warum sind die denn blockiert? Die stehen doch komplett frei da oben. Ja. Das ist leider nix. Oh. Aber es hat cool ausgesehen. Das stimmt. Niemand kann sagen, dass es nicht cool ausgesehen hat. Das ist ja auch was wert. Dankeschön, Angelo, für die 10 Monate. Die sehen dann dumm aus, wenn sie gewinnen. Dankeschön, vielen lieben Dank. Das ist halt ein Unterschied. Aber solange man noch immer auf die Ogre drauftreten kann, hat man alles richtig gemacht, ne? Ja, du weißt ja auch immer, also egal wie schlimm es läuft, du bist immerhin noch besser als ein Ogre. Ja, immerhin. Ja. Immerhin. Das ist in Ordnung. Rückschläge gehören ja auch dazu, ne? Nicht für den großen Drachen. Nee, das stimmt natürlich. Aber ich meine, weißt du, der große Drache hat so lange die Freiheit, so zu denken, bis er von Skarbrand weggeklatscht wird. True. Das können wir eigentlich surrendern. Das ist halt. Dann kriegen wir halt wirklich nichts mehr raus. Ja, die haben uns gleich. Ja. Das ist auch, da treffen jetzt halt auch lauter Jadekrieger auf unsere billigen Bauernspeerträger. Billige ja, Bauernspeerträger, hat er gerade gesagt, ne, ja. Leute? Billige Bauern. Mhm. Ja. Kann man nichts machen. Ich packe diese Glasstrohhalme einfach immer in den Geschirrspüler und das funktioniert richtig gut. Also wenn ich manchmal so mal Milch oder sowas getrunken habe, dann direkt ausspülen und dann muss ich manchmal zweimal reinpacken. Aber in der Regel richtig gut, richtig gut. Woran die, glaube ich, jetzt nicht denken, ist, dass meine Hauptarmee bald wieder zurückkommt. Ja, die denken, oh, die ist durch dieses Portal gegangen und für immer verschwunden. Wahrscheinlich denken die Rebellen das wirklich, weil die wissen ja nichts von so großen kosmischen Angelegenheiten. Die denken, oh, Miao Ying ist weg, jetzt ist unsere Chance für die Rebellion. Nun können wir endlich das Joch abschütteln. Und dann kommt sie zurück und ist wütend. Sie kapieren, dann kommst du zurück. Und siehst, wie deine ganzen Feldherren vernichtet wurden. Und dann wissen die Bauern halt auch nicht, dass sie ihr Los gerade nur schlimmer machen. Ja, ja. Abermals wandeln wir über sterbliche Lande. Nachdem wir von unserer Reise ins Reich des Chaos zurückgekehrt haben. Hier mal die Zinig-Korruption treibt bei mir jetzt echt. Leute, ich weine. Mein Chat hat mir gesagt, ich soll die Belohnung nicht annehmen, sondern noch warten. Und jetzt wurde ich rausgeschmissen, weil ich zu lange gebraucht habe. Ich habe 45.000 verloren. Nein! Das ist das letzte Mal, dass ich auf den Chat gehört habe. Oh nein! Ja. Weil die Nörgeltypen die Seele errungen haben, ne? Das tut einfach nur weh. Ja. Oh. Ja. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Ja. Oh, jetzt mein Chat. Und es ist tatsächlich die Definition eigentlich des Ganzen. Du hast, man kann es nicht anders ausdrücken, den Maurice gemacht.
Du bist hochgeflogen und dann tief Ich bin eine gefallen. Sekunde davor, die Namen rauszusuchen der Leute, die mir Warte geschrieben haben und sie zu Permabannen. Wow, wow. Jetzt ist genau der Frust hoch. Urge, die Miao Ying jetzt auch bei den Rebellen wahrscheinlich machen wird. Ja, aber auch zu Recht, ne? Also zu Recht, Leute. Ich hätte einfach rausgehen sollen, ey. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ah, 45.000. Ja. Ja. Ah. Tut einfach nur weh. Und gleichzeitig rennen gerade die verdammten Dings über mich. Also fallen gerade die Dings über mich her. Schäbigen Rebellen. Ja. Das ist hart, das, ich fühle es sehr. Ich versuche jetzt nicht zu weinen. Es geht nicht. Alter, mein ganzes Land ist durchzogen von Rebellen. Ja, wir hätten vielleicht vorher nicht sagen sollen, wir haben's. Das einzige Problem in dieser Kampagne ist, dass sie ein bisschen zu entspannt ist. Alles voll easy und so, ne? Jetzt haben wir innerhalb von einem Zug beide so richtig auf die Fresse gekriegt. Mein Herz blutet so sehr. Mein Herz blutet so sehr. Ich fühle mit dir. We must remain superior. 45.000. Alter, ey, was man damit alles hätte machen können. Dieses das, Spiel. Das Reich für Kassai. Du hattest nur das Wohl deines Volkes im Sinn. Und derweil, während du dich in Höllendimensionen begibst, um die Staatskasse zu füllen, um den Bauern ein besseres Leben zu ermöglichen, rebellieren sie auch noch gegen dich. Das ist halt wirklich hart. Bohrst du gerade absichtlich? Nein. Du weißt, das würde ich nie tun, Pia. Na gut, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, ich müsste mich jetzt ärgern. Nee, überhaupt nicht. Das, gut. Das beruhigt mich. Ich bin nichts als ein treuer Verbündeter, der dir moralische Unterstützung geben will. Xinyang loves us always. Scheiße. Das ärgert mich jetzt richtig. Ja, ich verstehe das. Das beißt, also das nagt richtig. Das nagt so richtig tief an mir gerade. Das ist, oh mein Gott. 45. Ich hasse den Chat dafür. Holy shit, ich glaube, ich habe beim Wegsieden noch nie so viel Hass empfunden wie gerade jetzt. Oh Mann. Ich verstehe das. Jetzt wollen die Rebellenfürsten mit mir verhandeln. Die wollen einen Nicht-Angriffspakt von mir. Nee. Jetzt bin ich zurück und bin richtig
wütend und jetzt haben sie wohl Angst, dass ich meine Wut auf ihnen entlade. Ja, ja. Wie könnte das passieren? Also. Mittlerweile sind sie auch gerade stärker als ich, weil ich meine Hauptarmee verloren habe, aber das sind Details. Ach, das sind Details, na dann. Alles, alles Details. Jetzt sind die Risse auch weg, ne? Weil jemand weil irgendwie eine Seele errungen wurde. Weil einfach die Zeit abgelaufen war. Ich wollte ja noch den Riss da eigentlich schließen, aber dann ist das jetzt irgendwie erledigt. Dann werde ich jetzt noch versuchen, hier zu konföderieren. Ich habe das Gefühl, der Twitch-Chat ist einfach der Chaos-Gott schlechthin. Ja, so eine unheilige Mischung aus Zinch und Slaanesh. Ja. The Majestic Defender. Ich würde halt nur meine Bauernbogenschützen verlieren. Und das wäre voll fein, weil die will ich ja sowieso loswerden und austauschen. Ja, voll gut. Dafür raube ich die jetzt erstmal aus die Stadt, bevor ich sie einnehme. Da habe ich zumindest 3000 Gold bekommen, wenn es schon keine 45.000 sind. Ja, das finde ich nur fair. So, und ich will jetzt dabei mal. Und dann habe ich die Quest hier bekommen und nochmal 4.500, zumindest etwas. Aber wehtun tut's trotzdem. Es schmerzt alles. Ui, da gab es eine Konföderation. Ja, ich habe nun auch endlich mal was konföderieren können. Sehr schön. So, können wir noch mit irgendwem handeln? Oh ja, ich kann noch die Rebellenfürsten kann ich noch ein bisschen ausnehmen, bevor du sie platt machst. So, das klingt doch gut. Was haben wir jetzt konföderiert bekommen? Oh ja, eine fette neue Hauptstadt. Oh! Ah ne, ist nur Helden. Ich dachte, das ist doch das Terraporter. Das ist das Terraporter-Gebäude, aber nicht auf Level 3. Okay. Okay, die haben mir zwei ganz gute Städte gegeben. Und. Was ist das denn hier? Ogerkönigreiche. Okay. In Qiang. Die letzte Stadt, die ich für diese Provinz noch brauche. Ich bin gar nicht verzweifelt. Ich bin nicht verzweifelt. Ich bin nicht verzweifelt. Ich bin gar nicht verzweifelt. Ich bin nicht verzweifelt. Was ist Verzweiflung? Lieber Chat, ich glaube, hier ist. Nicht verzweifelt. Das genaue Gegenteil von verzweifelt. Oh, das ist so. Ah. Das brennt so sehr gerade. Ja. Es brennt. Nein. Und es hört nicht auf zu brennen. Das ist richtig unangenehm. Nun gut, wird Zeit, da jetzt auch langsam mal drüber hinwegzukommen. Ja. Man muss irgendwann im Leben nach vorne blicken, dann. Ja. Runde beendet. Ich hätte gerage-critted, to be honest. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Rage-critten tue ich noch nicht. Dafür ist das Spiel viel zu wunderbar. Das Spiel kann ja nichts dafür, dass ich zu schwach war, um dem Chat zu widerstehen. Das stimmt, das stimmt.
Aber ist ja auch letztlich schuld. Kommentare, die mich kurz davor bringen zu Rage Quitten, sind dann so Dinge wie, aber dafür hat man jetzt die Erfahrung und die ist unbezahlbar und die kann einem niemand nehmen. 45.000 hätte ich lieber genommen. Scheiße, aber bezahlbar, gib mir das Geld. Ja, das stimmt, das stimmt. Danke übrigens wegen den Subs, ihr Lieben. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich hätte es nicht Nörgel, sondern Nörgel. Immer nur im Rumnörgeln und am Ende leidet Pia darunter. Ich habe jetzt meine Lieblingsnachricht des Tages gelesen. Chat ist nicht Nörgel, sondern Nörgel mit Ö geschrieben. Hab immer nur gesehen, am Nörgeln. Ja. Und am Ende leidet Pia drunter. Ey. Das stimmt, das stimmt. Ah, super. Dankeschön. Uff. Danke für weitere 11. Was ist denn heute los? Vielen lieben Dank für weitere 11 verschenkte Subs und willkommen in der Crew an alle. Willkommen bei den Joka-Piraten. Beziehungsweise bei den Eumeln, bei den Joka-Eumeln, bei den Nörgeln. Bei den Nörgel-Eumeln. Nörgel-Eumel sind wir. Ja, ja. Ich danke dir. Danke, danke, danke schön. Oh, vielen lieben Zeit, Dank. Karawanen auszuschicken. Weiß ich noch, ob ich noch 2 Karawanen habe? Ich habe doch eine verloren. Oder werden die dann nur runtergestuft? Man verliert sie nicht komplett. I shall administer the Emperor's wrath. Weil wir jetzt kommen. Geld. I bow only before dragons. Ready to defend. Acceptable. Ah, die kehrt noch zurück, aber die hier, die kann ich uns sehen. Serve the Emperor. None may refuse my call. Master of Feng Shui. Perhaps an elixir of tirelessness. I expect loyalty, efficiency, and harmony. Da wollen wir auch einfach noch einen Helden drin haben eigentlich. Aber ich kann noch keine Helden rekrutieren. Und jetzt ist da dieser Slot frei und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Dann packe ich einfach einen Kranichschützen rein und gut ist, I guess. Alles stabilisiert sich. In Pomei haben wir ordentlich Rüstung, also Garnison eigentlich. Das dürfte nicht so ein Problem sein. Ui, da haben wir sogar noch mehr. Da packen wir, schaue ich gleich mal, ob ich da noch ein bisschen was rein war. Wie sieht es denn eigentlich aus gerade? Ich bräuchte ein Gebäude. Ich brauche ein Yang-Gebäude, eine Yang-Technologie und ein Yin-Gebäude. Und ein Yin-Gebäude. Ja, das haben wir ja aber auch eigentlich die ganze Zeit schon. Oh, die Ogre gehen gerade irgendwo anders hin zum Plündern, dann kann ich ihnen voll in den Rücken fallen. Das ist zwar vielleicht schäbig, aber es sind ja auch Ogre. Ihre Armee ist leider stärker als ich. Wenn die zurückkommt, wird es mir übel ergehen. Ein bisschen Mechanisation schadet, glaube ich, nicht gerade. Dadurch, dass wir eh die ganze Zeit überall am Fighten sind, ist das, glaube ich, nicht so schlecht. Schmugglerkammer, maximale Frachtkapazität. Radmacher, Kosten der Ereignisse des Karawanen in Abkürzung. Mal den Schmugglermeister hier.
So. Damit haben wir das. Das da oben müssen wir einnehmen. Und das Schlangentor können wir wieder ausbauen. Aber ich weiß noch nicht für was, weil nichts davon macht jetzt gerade für mich wirklich Sinn. Das ist halt alles lokal. Lokal, lokal, lokal. Und wir halten das eh so gut gerade noch. So, wie läuft der Feldzug, dass ich da eigentlich kein Geld ausgeben möchte. Hast du blutige Rache? Jein. Also ich habe jetzt Nan Li eingenommen. Voll gut. Das ist allgemein, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt haben. Jawohl. Und ich baue jetzt quasi stückchenweise aus. Was, glaube ich... Gibt es überhaupt noch? Ja, ja, die sitzen in Wengchang. Das haben sie mir abgenommen. Ah. Jep, jep. Ah, diese Säcke. Und ich habe jetzt meine Armee, also nächste Runde greife ich das an. Mit meinen zwei Armeen da jetzt, die noch hier sind. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ja, geil. Ich würde halt gerne den Xianhu endlich quasi fressen. Aber der lässt sich... Ah, jetzt hat er wieder ein militärisches Bündnis zu mir, endlich. Das hat jetzt sehr lange gedauert. Ich hoffe, dass ich den auch noch konföderiert bekomme. Kann der bitte nochmal schreien, der Bär? Ich will mein Geld. Du spielst jetzt gar nicht mehr auf die Siegbedingungen oder die Seele oder sowas. Du wirst jetzt nur noch wieder reingehen, nur um das Geld abzustauen. Ja, ich habe dieses Geld verdient. Das stimmt. Ich habe es verdient. Wobei, hast du das, Pia? Ich meine... Maurice, vorsichtig, dünnes Eis. Der Chat hat offensichtlich Unrecht. Ich bin mir sicher in meiner Einschätzung der Lage. Ich, Pia, weiß es besser als der Chat. Und dann wärst du jetzt 45.000 reicher. Seht ihr, wie er seine Klauen in den Frust von mir gerade hämmert? Seht ihr das? Das ist auch eine bisschen böse Interpretation. Also, ich gebe dir hier... Eigentlich baue ich dich doch nur auf, indem ich dir sage, wenn du mehr Selbstvertrauen hast, Pia, wirst du im Leben weiterkommen. Das ist doch eine positive Message. Das ist das, was du mir gerade sagst, wirklich? Ja. Das ist nicht bei mir angekommen. So. Ja, dann solltest du vielleicht mal daran arbeiten, wie du meine wohlwollenden Botschaften aufnimmst. Ach, naja. Weil, also, das ist ja, also, finde ich schon. Ich komme jedes Mal um einen Meter an die Einheiten nicht ran und ich hasse alles daran. Jedes Mal um einen Meter. Shaper of the Eight Winds. The Path of Destiny. Death is your only destiny. The Emperor's chosen daughter. I will make my father proud. Ich will gerade nichts bauen. Aber eine Karawane könnten wir wieder schicken. Da kann ich mal einen zweiten wieder schicken zwischen. Nee, der ist noch Rückweg zur Hauptstadt. Schauen wir mal, ob das was wird. Geld ist nicht alles, Pia. Doch. Geld ist in dem Spiel alles, schon fast alles. Es ist schon sehr viel, sagen wir so. Ja. Also Geld ist schon sehr, 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 sehr viel in diesem Spiel. Geld ist schon auch allgemein ganz geil einfach. Also, mein Chat schlägt vor, dass ich mein Allianzgebäude in deiner Stadt abreiße, um dich zu bestrafen. Aber die Sache ist halt, ich profitiere ja selbst von den Einheiten, die ich dadurch bauen kann. Damit würde ich mich in erster Linie selbst bestrafen gerade. Du profitierst ja sogar mehr als ich davon, weil das noch nie angegriffen wurde. Das heißt, von der Garnison hatte ich noch gar nie was.
Von daher, das stimmt. Also, dann zeig mir wieder, was der Chat für unsinnige Ratschläge gibt. Ne? Und wieder seinen schlechten von vorher mit einem noch schlechteren Wettmachen. Der Nörgel-Chat halt. Ja, ja, genau, genau. Ui, jetzt werde ich an allen Fronten angegriffen bei der Wand. Oh, da geht's ab, das stimmt. Thorvaik Schreckensmannschaft ist auch ein interessanter Name. Krotrax von den Bestienhäutern finde ich auch nicht schön. Okay. Das ist die erste potenzielle Niederlage, die wir da hätten an den Toren. Oh. Dann musst du jetzt Armee hinschicken. Drückst du gerade was? Nee, bin nur am Bauen. Wieso kannst du gerade nichts machen, oder wie? Nee, ich hab mich verklickt. Na, da. Wir machen trotzdem das zuerst, oder? Also, wenn wir das jetzt nicht kriegen, dann habe ich ein echt großes Problem. Dann habe ich ein richtig großes Problem. Weil ich einfach auf allen Seiten gerade belagert werde und ich muss. Ja, okay, entscheidender Sieg. Geil! Nieder mit den Rebellen! Normal. Das hat auch ordentlich Geld gegeben gerade. Schön. Ja. Das war wichtig. Sehr gut. Das war sehr wichtig. Geil. Dann würde ich vielleicht auch sagen, dass wir da doch für heute es vielleicht beschließen könnten. Mhm. Weil ich merke allmählich... packt mich auch etwas, glaube ich, die Müdigkeit und der Hunger gerade. Ich knall mir gerade schon Marshmallows nebenbei rein, deswegen. Nach diesem fetten 9-Stunden-Stream, aber das war geil, finde ich. Willst du den Zug noch fertig machen zum Speichern oder wie funktioniert das jetzt? Ja, ich speichere einfach jetzt hier, würde ich einfach sagen. Direkt. Oh, dann machen wir das so. Perfekt. Speichern. Ich nenne es das Ende der Rebellen. Denn das ist es. Und ich würde ja auf jeden Fall sagen, das setzen wir auf jeden Fall alsbald fort. Sehr gerne. Wir schreiben einfach, nächste Woche ist ja auch noch die Kampagne mit Johnny. Wir gucken einfach mal, was wir wann wie noch unterkriegen. Jawohl, aber sehr gerne. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und zum Abschluss vielleicht nochmal der Hinweis, wir hatten es ja schon ein paar Mal, das Spiel, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, ist im Game Pass im ersten Monat für 1 Euro. Im Game Pass ist auch noch einiges anderes für Strategiespieler, also auf jeden Fall ein Blick wert, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall dran, folgt mir, folgt Pia auf Twitter oder hier auf Twitch, folgt uns am besten beiden. Auf beiden Plattformen. Auf allen Plattformen, genau. Dann werdet ihr nämlich erfahren, wann wir nächste Woche unsere Multiplayer-Kampagne mit Johnny machen. Wir gehen aktuell von Dienstag 12 Uhr aus, aber wir müssen noch ein bisschen klären, ob wir da wirklich alle sinnvoll zusammenfinden. Aber das ist so der aktuell grobe Plan. Und ansonsten werde ich morgen ab 12 Singleplayer unsere Dämonenprinz-Kampagne weiterspielen. Pia, was ist dein nächster Solo-Stream? Montag erst. Montag, ich habe jetzt erstmal 2 Tage ein bisschen Luft holen und ein bisschen schlafen. Und bei mir geht's am Montag weiter mit meiner Crusader Kings 3 Solo-Run mit dem Hexenzirkel, wo ich gerade vorhin die Großkönigin aus dem Norden geworden bin und die Nordsee gegründet habe.
Und gerade rebellieren alle gegen mich. Das heißt, das wird sehr spannend werden am Montag, ob wir die Krone erhalten werden oder ob wir die Krone unserer Mutter verlieren. Ja, also bin ich stark dafür, liebe Leute, dass ihr auch da einschaltet. Ihr habt ja gerade gesehen, dass Crusader Kings leider, was mir auch etwas schmerzt, aber es gibt halt so viel gerade, bei mir etwas kurz kommt. Bei Pia nicht. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall bei Pia nochmal am Montag reinschauen. Montag werde ich nämlich höchstwahrscheinlich auch nicht streamen, wie sich das trifft. Das heißt, Morgen bei Maurice, Montag bei mir. Richtig, wie perfekt sich das trifft. Großartig. Und, ja, wunderbar. Dann, Pia, wünsche ich dir einen ganz schönen Abend. Dir auch und ein schönes Wochenende. Und tschüss, Maurice-Chat. Ja, genau. Also mein Chat hatte heute immerhin, also hat mich immerhin keine 45.000 gekostet. Also damit, ich bin happy mit meinem Chat. Nein, erinnere mich nicht dran. Mein Chat hat heute nicht komplett versagt und das ist, was will man mehr? Wir bleiben ja in Kontakt. Wir bleiben sehr in Kontakt. Bald wieder, vermutlich Dienstag und wenn nicht, dann alsbald danach. War mir wie immer ein Fest. Auf jeden Fall mir auch. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Adios. So, mein wundervoller Stream. Ich verabscheue mich für heute. Vielen lieben Dank an die anonyme Person nochmal wegen den 11 Subs, beziehungsweise allgemein wegen dem super krassen Support. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war so ein schöner Stream. Es hat so viel Spaß gemacht. Und es war ein gebürtiger Abschluss für diese Woche. Ich habe jetzt 2 Tage Pause. Ich brauche ein bisschen Pause. Ich bin sehr, sehr müde. Ich lade euch aber für morgen noch eine Crusader Kings 3 Folge hoch auf YouTube. Das heißt, ihr könnt morgen nochmal 2,5 Stunden Crusader Kings 3 erwarten auf YouTube. Und alles, was ihr heute erlebt habt, kommt auch uncut auf YouTube. Und zwar ab nächster Woche, stückchenweise, bröckchenweise. Dankeschön, Basti, für die 41 Monate. Das ist super lieb. Vielen lieben Dank. Ich schicke euch jetzt noch zur lieben Holla weiter. Die spielt nämlich gerade auch Total War Warhammer 3 und hat sogar eine Katzencam dabei. Die streamt jetzt seit 4 Stunden, da geht sicher noch ein bisschen länger voran. Und sie spielt, wenn ich das richtig gesehen habe, Kislev gerade. Da seht ihr ein bisschen eine andere Perspektive. Oh, sie spielt, glaube ich, sie spielt Solo. Da ist gerade irgendeine Story-Mission. Ist das der Prolog? It's possible. Ich schicke euch auf jeden Fall dorthin, richtet ihr ganz, ganz liebe Grüße von mir aus. Seid lieb, seid brav, seid höflich, ihr kennt das. Und wir sehen uns entweder morgen auf YouTube in den Kommentaren oder am Montag wieder im Stream, 12 Uhr. Dankeschön, ihr Lieben, und ein wunderschönes Wochenende euch. Tschüss und danke für den super krassen Support die Woche.